Dann glaube, das ist der Plan, Vivi. Verdammt. Hallo, hier ist der Toro Boomer und wir schauen uns jetzt die Twitch Clips Germany Clips an. Mit allen tollen Content Creatern außer mir. Und deswegen. Halt, stopp. Ist es schon maximale Qualität? Weil das sieht ja überhaupt nicht so krass aus. Ja, irgendwie schon, ne? So ist besser. Deswegen, gehen wir trotzdem rein. Okay, so, hier muss ich ein bisschen weiterfahren. Der Bruder von Metashi, nicht der richtige, aber der aussieht wie er. What the? War das gerade? Haben wir gerade live zugeguckt bei einer Paarung von zwei Autos? Krass. Okay. Die Zeit. Riesenunwetter, so. Ich schreie alle an, alle zucken zusammen im Raum und das war ja aber auch einfach süß. Entschuldigung. Oh Gott, war das süß. Halt, stopp! Das ist ab! Jetzt würde ich gerne so Remote Control mit dem Joystick und dann planning an Airstrike. Na ja. Also, ja, das. Einfach geklaut, einfach geklaut. Oh, das ist 17. War das 17 gegen Rezo oder wie das hieß? Ich wollte mich fast auch bewerben. Ich hätte es tun sollen. Aber im Nachhinein, als ich es jetzt angeguckt habe, bin ich schon ziemlich froh, weil es ist schon ein bisschen cringe so auf dem Roller oder im Bett zu sitzen. Deswegen, ich glaube, Klassenkameraden von mir haben ein Bild von mir damals mit. Ja! Die nutzen wieder den guten Clip von Reef. Finde ich geil. Bitte. War echt überraschend. Und dann so, what? Heißt ja, das Entschuldigung, aber ich fühle sowas einmal immer komplett. Ich bin froh. Bei mir müsste ich tatsächlich schreien, weil hier gibt es niemanden, der das machen kann. Wenn das bei mir der Fall ist, auch wenn ihr müsst immer sagen, wenn ihr hinter mir jemanden seht, weil, also außer mein Ehemann hier natürlich, weil es kann nicht der Fall sein. Hallo Kaira, schön, dass du auch reinschaust. Was geht? Hallo, hallo. Der Hamster in der Nase wollte auch mal raus, ich glaube auch. Da merkt man auch den Tornado und dann kommt das Lüftchen, ja, und der Regen, nicht vergessen, der Regen. Passt auf, ihr müsst mir jetzt mal zuhören. Alle sagen ja immer, ja, du kannst nichts außer Brüste und wenn du Brüste, du hast nur Erfolg, weil du Brüste hast. Und dann habe ich mir mal gedacht, ich brauche eine dritte Titte, weil mehr Brüste geben mehr Geld. Und deswegen spare ich jetzt und Kelvin hat mir einfach eine dritte Titte Spardose gemacht. Und falls der Nippel mal nicht gut ist, dann haben wir einen Ersatznippel. Wie cool ist das? Erstens weiß ich nicht, ob das eigentlich auf Twitch erlaubt ist. Weiß ich nicht. Ist es erlaubt? Weil du darfst ja theoretisch nicht Nippel zeigen. Warum auch immer. Ist ja nicht so, als wenn jetzt der Nippel abgeklebt ist, man nicht weiß, wie Brüste aussehen. Weil wir haben schon ein Video gesehen von einer, die einfach komplett nackt war und nur die Nippel abgeklebt hatte. Und es war dann natürlich Kunst, weil sie sich bemalt hat. Und ich dachte mir nur so, naja, da hätte man auch nicht den Nippel abkleben müssen. Genau, dieses Bodypaint. Aber man hätte den Nippel nicht abkleben müssen, weil es wäre relativ egal gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Weil man kann es ja denken, wie der Nippel dann aussieht. So. Wenn man alleine wohnt, sollte einem niemand auf die Schulter klopfen. Ist so. Charlie, hast du eigentlich heimlich einen Schlüssel angefertigt, um Vivi zu erschrecken, damit wir schön Twitch Clips Germany. Scheiße, ich hab's gesagt. Darf ich schon wieder? Ja, ich darf schon wieder. Oh Gott sei Dank, ich darf ja schon wieder. Oh, Twitch Clips Germany Clips kriegen. Oh Gott sei Dank.
Was? Das heißt hier natürlich? Keine Ahnung, ob du in der Zwischenzeit Twitch gesagt hast, muss jemand anders bestätigen. Nee, ich habe erst seit der Frau mit Twitch und es ist, ich habe um 17 angefangen und es ist 23. Oh Gott! Nee, Ameisen sind halt nämlich nicht. Termitbrocken kann ich eher nehmen. Nico? Da ist eine Riesenspinne. Ja. Ich hab da so eine Wolfsspinne direkt vor meiner Nase bei der Forschungsstation. Irgendwas habe ich gerade gehört. Was denn? Weiß nicht. Da rechts vom Speer. Der kommt! Oh! Oh, Scheiße! Ganz ehrlich, ich würde, glaube ich, nicht weglaufen, wenn ich einen Bär in freier Natur sehen würde. Weil die sehen einfach auch so knuffig aus. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wisst ihr, was ich meine? So ein Bär ist schon fluffig. Was heißt hier gute Nacht? In mehreren Schwimmbädern dürfen Frauen jetzt oben ohne aufgrund eines Gerichtsurteils. Endlich! Ganz ehrlich, ich finde es gerechtfertigt. Weil es ist okay, wenn man es nicht möchte. Ne? Also es kann sein, wenn du sagst, okay, ich möchte ein Bikini tragen, ich möchte mich obenrum nicht freigeben. Entblößen. Das ist ja auch vollkommen okay. Auf Twitch finde ich das auch vollkommen okay. Aber ich finde so ein Freibädern, ey, wenn die Frau sagt, ich möchte gerne oben ohne baden, warum denn nicht? Also es sind Brüste. Entschuldigung, aber jeder hat das schon mal gesehen, weil jeder daran genuckelt hat, wahrscheinlich als Kind. Okay, nicht jeder, aber im Normalfall. Und selbst die anderen, die haben das auch gesehen und wissen, was das ist. Ich meine, die Streamerin, ach so, ja, oh. Aber kann man mittlerweile Motion Sickness ausmachen, Jack? Hallo, lol, Agoni, was geht? Grüß dich, schön, dass du reinschaust. Bin ganz deiner Meinung. Ist doch aber auch so, ne? Die tun gerade so, als wären Boobs was komplett Gefährliches. So, ey, Boobs, ey, geht gar nicht. Also, verstehe ich halt auch einfach nicht. Wenn die Person damit fein ist, soll man es doch einmal machen. Neueste News, Vivi gestorben, weil sie den Bären umarmen und knuddeln wollte, der sie fressen wollte. Ich glaube, das könnte passieren. Sehe ich schon. Das kann man Motion Sickness ausmachen. Ja, so ist es gut, Otto. Aber den Rüssel lasse ich draußen, ja? Klar, ich will doch nicht, dass du dir wieder den Rüssel brichst, Benjamin. Oh, erinnere mich nicht daran. Aber ich muss noch ein bisschen sicherer sein. Geht es, Otto? Ich denke schon. Hier, tu mal den Rüssel rein. So. Und jetzt rutsche ich einfach hinein. Ja. Ja. Kommst du? Ja. Ich komme. Also, dass es so leicht geht, hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Aber schön war's. Aber das war jetzt... Wartet ganz kurz. Das ist aber nicht so wirklich in dem Spiel oder in einem Film, oder? Oder in der Serie. Das ist aber nicht so 1:1 richtig. Das hat vielleicht irgendjemand nachgespielt, oder? Bitte. Was ist denn das Schönste an der Muttermilch? Richtig, die Verpackung. Ja, ist so. Der gute alte Klassiker, heiliger Scheiß, war das damals schon einmal mega lustig. Und das liebe Eltern sind Kindersendung. Ja, aber die Frage ist, ist das wirklich so? Und das war so? Also, ja, die Hintergrundmusik natürlich nicht. Jetzt ernsthaft? Natürlich, hallo Dunkelschatten, hallo First Unicorn, hallo Sekaiten. Schön, dass ihr da seid. Ich grüße euch, hallo. Das ist aus einem originalen Hörbuch?
Jetzt ohne Scheiß? Jetzt ganz ehrlich. Ich bin maßlos schockiert. Wirklich. Also jetzt ohne Scheiß. Ich bin gerade so maßlos schockiert. Weil ich jetzt gedacht habe, es wäre eine Verarsche. Aber wenn es das originale Hörbuch dazu ist. Wahrscheinlich haben sich die Erwachsenen gedacht, hahaha, komm, wir machen mal den Gag und bauen das ein, dass Erwachsene es ziemlich lustig finden und Kinder es nicht checken. Das ist für mich die einzige Erklärung, wie das passieren kann. Weil das haben Erwachsene gemacht. Und wer bei so einer Situation nicht auch nur irgendwie ansatzweise das zweideutig versteht, dann weiß ich auch nicht. Ich kann nicht mal mehr schreiben. Es war so schockierend, Kalle, oder? Ey, Night Sound, habe ich dir übrigens Hallo gesagt? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Hallo, was geht? Ich muss lachen, dass die sich nicht selber wegschmeißen mussten vor Lachen. Ja, ist so, ne? Die mussten doch so kichern und denken so, ja, komm, das bauen wir einfach mal heimlich ein. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Kindersäne sind wirklich, also das ist pornografisch. Ach, die Kara? Nee, die Kara. Keine Ahnung, wie die heißt. Was, das Gras wegfahren? Oh, wo? Okay, alles klar. Viel Spaß im Lurk, Dunkelschatten. Und viel Spaß im Lurk, Sascha. Gönnt euch. So nennt man das also heutzutage. Er kennt mich nicht. Vor allem, ich hab gerade drauf. Hier, Ago schreibt, ach, die Kara. So. Oh mein Gott, Kara. Oh mein Gott, er kennt mich. Keine Ahnung, wie der heißt. Das ist die von Twitch Clips Germany. Weiß ich nicht. Jetzt eine runde Brille. Die ist aber bei Twitch Clips. Chat, das Germany. Kann doch nicht sein. Wir müssen unsere Beziehung zu Gronkh vertiefen. Entschuldigung. Hä? Geh auch mal nebenbei. Oh Leute, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ich wollte. Boah, ey. Geht gar nicht. Ich bin froh, dass ich so einen Sound nicht hab. Ich finde, es wirkt optisch beeindruckender. Wegen... Jo! Wie alle dieses Game hassen. Schauen wir mal, wie sehr es kaputt geht. Also ein klassischer Jan-Fragezeichen? Nein. Ich frage schon noch manchmal nach. Und werf's dann über den Haufen. Fatal Error weg. Shit, not aus! Was war das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Oh nein, das wissen wir noch. Oh, wisst ihr noch? Hä, das ist Outlast 1, oder? Ich hasse dieses Spiel! Nee, das ist... Nein! Okay, alte 4, Bro, ich kann nicht mehr. Alte 4, Mann! Das war safe Outlast 1. Das war... Da verwette ich mein... Nee, wartet. Bevor ich das ausspreche. Was sagt ihr so? Outlast 1. Okay? Gut. Nee, wartet, ich will von mehreren Leuten hören, dass das Outlast 1 war und dann verwette ich. Das ist Outlast 1. Jetzt traue ich euch nicht. Nee, das war safe Outlast 1, oder? Nee, warte, aber bei Outlast 2 konntest du hitten. Das ging bei Outlast 1. Das war Outlast 2? Sicher? Kannst du Clippy ja mal sagen, dass er einen Fehler gemacht hat? Ich bin mir gerade. Das sah aber voll wie Outlast 1 aus. Gab's. Doch, am Anfang hast du so Kanalisationen gehabt. Natürlich.
Stand doch da. Ich weiß, dass es Outlast 2 da stand, aber deswegen war ich ja so verwundert, weil das sah eher so aus wie Outlast 1. Ich bin schon so, ganz ehrlich, Outlast hat mein Leben so komplett ruiniert und ich habe das schon so krass verdrängt, ich kann es wahrscheinlich nur in der Therapie aufarbeiten. Genau, der Jacqueline ist in Outlast 2 nicht. Und war das nicht gerade Richtung Jacqueline oder sowas? Es hat sich zumindest so angehört, weil ich erinnere mich an diesen Sound, weil den gab's nicht. Dieser Handsound, wenn der da ist und ihr hinterher rennt mit diesem Geräusch, mit diesem das gab's, glaube ich, nur in Outlast 1. Weil, guckt, wartet. Sehen wir da, ob das Jacqueline ist? Ich hab das Ahnung. Nicht gerade gesehen gerade. Das ist doch Jacqueline. Was war Wartet, das ich versuche Pause zu ich machen. Ich hab keine Ahnung. Das ist Jacqueline. Jacqueline ist in Outlast 1. Weil wir Jacqueline ja dann töten. In Whistleblower töten wir, glaube ich, Jacqueline, ne? Das ist Jacqueline, safe! Siehst du das Lächeln nicht? Verdammt, der Wein muss auch noch geschnitten werden, was? Was für ein Wein? Also das ist Jacqueline. Und hört ihr den Sound? Achtet nochmal auf den Sound. Ich glaube nämlich bei Outlast 2 war das nicht der gleiche Sound. Da gab es andere Sounds, wenn dich jemand verfolgt hat. Und das war immer der gleiche Sound. Ja, das ist Outlast 1 und zwar da, wo du beim Gefängnis in der Kanalisation am Ende bist. Das ist nicht Outlast 2. Clippy, du hast einen... Nein, Spaß, Clippy kann da nichts dafür. Ich glaube, der Typ hat einfach Outlast 2 eingegeben. Das ist Outlast 1, safe. Das ist nämlich das nach dem Gefängnis mit der Kanalisation. Mit den Kisten. Ich bin nicht mehr, Bro, ich kann... Ah! Ich bin nicht mehr so, ich hasse dieses Spiel! Nein! Okay, alte 4, Bro, ich kann nicht mehr... Alte 4, Mann! Nein, es ist Jacqueline, Cat! Ja, aber ich war fast da. Da hat jemand eine... Lol, sind das Arschlöcher. Oh, bin ich... mir meine Waffe geklaut, bin oder? Ich, nee, da liegt eine Falle auf dir, zwei sogar. Ich bin mittlerweile Outlast-Profi, ich erkenne die Unterschiede. Vor allem hätte der die auch erst gehittet, weil in Outlast 2 kannst du nämlich noch wegrennen, weil dich das Viech erst 50 Mal schlagen muss, bis du umfällst. Ui, ich dachte, ich hätte Entschärfen gedrückt. Wie Stray Detective, ja. Ich dachte wirklich, ich hätte... Hey, Schlangenmist, was geht? Ich grüße dich schon, dass du reinkommst. Ich war das nicht. Ich hab meine Blutung! Alter, ich hab Blutung Ich nicht. Also, ich hab... Von dem Freund von meiner Schwester habe ich einen. Aha, die siehst du, die Batterieanzeige in Outlast 2 sieht nämlich anders aus, Leute. Dann verwette ich jetzt doch meinen Arsch drauf. Velocode-Gutschein bekommen. Der sieht so aus. Warte mal, könnt ihr das sehen? Oh, das ist ja gespiegelt. What the fuck? Er ist jetzt nur falsch rum. So. Das war nicht gespiegelt. Ich hab's nur falsch rumgehalten. Scheiße. Wie süß ist das Häschen bei ihr? Ach so, das seht ihr gar nicht. Wie süß ist das Häschen bei ihr? Guck doch mal, das, was sie im Arm hat. Ist das nicht niedlich? Oh, geil, Essen. Digga, ist mir auch noch nie passiert. Ich hab's nicht gesehen. Warte mal, lass mir mal kurz zurück. Ich hab's nicht mitbekommen. Scheiße. Ja, also ich mitbekommen, es tut mir wirklich leid. Okay. Digga, ist mir auch noch nie passiert. Wie hat er denn das geschafft? Er ist einfach weg. Er ist einfach weg. Es ist sein Point and Click. Okay, wenn wir hier die 30.000 Follower irgendwann voll haben, Chat, dann spiele ich gerne mit euch Bianca und Tina, nein, oh mein Gott.
Bibi und Tina, danke schön. Ah! Ich brauche dringend immer noch eine Hülle für dieses Handy. Rhino Shield! Werden Sie lässt jetzt fallen? Oh. Das war nicht gut. Ah. Benley, du wartest so lange, bis Gregor sein Büro verlässt. Jetzt tut echt weh, ne? Ich sage, Mission Impossible ist grüßen. Ich habe jetzt voll Bock auf diese Pilzsuppe oder Soße. Ding. Hätte ich jetzt schon gern, gebe ich offen ehrlich zu. Das war ein fucking Joke mit Mission Impossible. Willst du mich verarschen? Wie süß es aber auch dabei aussieht. Wir gehen was essen. Alter, nicht einen doppelten. Alter, nein. Heute. Wir spielen nicht Ghost Exile, habe ich gerade gesehen. Hat meine Mutter ihren 50. Geburtstag gefeiert, deswegen habe ich mich so schick angezogen. Und schick bedeutet all pink. Deswegen rate my outfit. Bis hin zu den Socken, Freunde. Auf jeden Fall, da gab es dann zum Beispiel auch so einen Kindergeburtstag, so, ne? Der wurde 13, hat so seine Freunde mitgenommen. Und ich habe halt ganz normal serviert. Ich habe auch schon Twitch gemacht. Bin immer wieder zwischendurch, habe gemeint, ist bei Ihnen alles in Ordnung. Und dann macht die Mutter auf einmal, entschuldigen Sie, dass ich Sie jetzt mal fragen muss. Aber mein Sohn hat gesagt, er kennt Sie. Darf ich mal fragen, woher man Sie kennt? Und dann, ich habe den Sohn... Ist Ihr Stream ab 18 plus oder drunter? Und so auflaufen lassen. Ich habe gesagt, wie alt ist denn Ihr Sohn? Ah, 13. Dann habe ich sie angeguckt und habe gemeint, da fragen Sie ihn lieber mal selbst. Und dann habe ich diesen Tisch verlassen. Ich habe es einfach so wirken lassen, dass ich irgendwie Pornos drehe oder sowas. Ja, das ist ja richtig gut. Das ist ja richtig gut. Ich glaube, sie ist... Nee, ich glaube auch. FSK 18 streamt sie, ne? Ich glaube nämlich auch. Und hallo Minfinity, schön, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht's? Hallo, hallo. Was, vielleicht blöffst ja auch nur du. Was? Vielleicht blöffst ja auch nur du. Vielleicht blöffen ja auch alle außer mir. Niemand blöfft hier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Outlast 1 ist. Jetzt Ende der Geschichte. So, Döner ist bestellt. Among Us startet gleich. Der Abend kann beginnen. Gleich? Ich bin erstmal bei der Hälfte. Ich will auch Döner. Aber es ist heute noch nicht Dönerstag. Scheiße. Hat er nicht gerade was zu essen gehabt? Was ist denn jetzt los? Das passiert in letzter Zeit öfter, ne? Das ist das. Oh Gott. Ich hab meinen Huhn auf dem Kopf vergessen. Hab ich mal einen gemacht? Full blind. Ruhe, scheinbar. Ah! Yeah. Oh mein Gott! Bambini! Guck, also ihr hört's ja alle. Ja, ich weiß. Ja, und jetzt? What? Ich glaube, das Gewitter hat sich gedacht, seine Cam, die müssen wir mal festhalten. Warte mal, in Kaffeebohnen ist das Koffein drin? Das heißt, wenn ich einfach Kaffeebohnen snacke. Ja, wo denn sonst? Ich hab irgendwie gedacht, die Kaffeemaschine, die... Macht da Koffein rein. Die macht dann halt was damit. Also wenn ich Kaffeebohnen sehe, ist das ein reiner Haufen aus Energie? Wow! Wie war das nochmal? Stream an, Gehirn aus. Oh, guck mal, feine Katze und ASICS. Oh, da haben wir nochmal... Wir hatten letztens die Diskussion, wie groß ASICS eigentlich ist. Jetzt haben wir den Vergleich zu feine Katze. Thank you.
Auch so nach Größe sortiert. Der muss schon so 1,80 sein, oder? Aber Katze ist nicht ganz ausgestreckt, das stimmt. Aber jetzt ist er, wenn er noch so ein bisschen vielleicht den Rücken gerade macht. Also Katze ist doch, glaube ich, irgendwas 1,95 oder 1,98. Ist er nicht ultra riesig? Dann muss doch ASICS mindestens 1,80 sein, oder? Es sei denn, wir töten dich in der ersten Runde. Was soll das jetzt heißen? Ach so. Ich hätte auch voll Bock gehabt auf die LAN-Party. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal eingeladen dazu. Leider haben sie ihre Verabredung um 21 Uhr nicht eingehalten. Ja, Katzes Schuhe sind krass. Deswegen sprechen sie ihre Nachricht nach dem Piep. Piep! Hi, Schlo. Sorry, dass ich dich verpasst habe. Es lag daran, dass Chat mich abgelenkt hat. Also zuerst, ich wollte sofort Kleinanzeigen machen, aber dann kam irgendwie Frau Anti-Werbung auf und dann waren wir plötzlich in so einem Werbeloop drin und dann der Chat ist schuld. Wie du weißt, der Chat hat immer Schuld und ja, sorry, ruf mich zurück. Ich bin noch ein bisschen online und dann könnten wir... Da ihre Nachricht zu lang war, kann diese leider nicht zugestellt werden. Die Nachricht wird jetzt gelöscht. Ach so. Ja, da war so ein Sechanismus, der hat so gepiept, der lag auf einer der Taschen drauf. Ein was, Kito? Ein Sechanismus. Ein was? Ein Mechanismus? Sicherheitsmechanismus ist ein Sechanismus. Oh! Ein Sechanismus. Hey, wer kennt's nicht? Oh nein, nein! Nein! Wisst ihr, warum nein? Darum nein! Warte, da müssen wir kurz nochmal... Huch, hab ich... Hier müssen wir kurz nochmal zurückgehen. Sicherlismus. Hey. Oh, der war ja erbärmlich! Oh Gott, der war ja so erbärmlich! Oh Gott, war das peinlich! Der braucht so einen großen wie ich, der ordentlich knallt und dann auch ganz viel rausspritzt, so. Nicht so was Kleines, damit kannst du doch gar nicht umgehen, damit kann... Penis! Na, das ist so ein... Ja! Und dann fügen sie wieder das Penis ein. Ich fühl's. Also ich meine, Also ist schon cool, ne? Nicht das... Die sind einmal reingerufen. Das ist die Katja. Die heißt, glaube ich, Katja, ne? Irgendwie. So ein Mechanism. Mechanism. Heißt das Mechanism? Ein Sechanismus. Mechanism. Hä? Zit, wie heißt das? Mechanism. Ein Sechanismus? Schon gut. Mechanism? Es ist mein Mechanism. Hä? Das klingt falsch! Das ist ein Mechanismus. Mechanismus! Ach so. Just Mechanism. Oh, das ist die Adam-Kurve hier. Die gehen ja voll ab. Hallo! Ich habe meine Kurve gefunden, also alle anderen auch nett, wenn ihr das gerade irgendwie im VOD nochmal nachguckt oder so. Alle nett, alles geile Bereiche hier. Aber das ist irgendwie, ich gucke einmal hin, ja, hallo Adam! Hallo! Das Restaurant war mitten in der Innenstadt. Irgendwann habe ich den Tiefgaragenschlüssel bekommen und hatte immer einen kostenlosen Parkplatz. Das war der Hammer. Als er dann das Restaurant geschlossen hat, dann habe ich ihm gesagt, ja, kannst du mir nicht den Tiefgaragenschlüssel einfach schenken, hat er gesagt. Sonja, wenn du mit mir einmal fickst, dann du bekommst von mir die Tiefgaragenschlüssel. Und jetzt habe ich den Tiefgaragenschlüssel. Du Flittchen! Das war... Man muss Prioritäten setzen. Was? Er hat ein bisschen kleine Speckbäckchen, aber es ist niedlich. So, und dann werde ich ihn abstechen. Ich möchte eigentlich so einen Resting-Charakter.
Von Toro. Toro, mach mir einen Wrestling-Charakter. Ich will einen Einlauf. Clippy kriegt einen Wrestler und wo ist mein Einlauf? Ja, Micha, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen... Das sind, keine Ahnung, irgendwelche beliebten Trinkflaschen wahrscheinlich. Wer ist Grogu? Kein Wrestler, kein Follow. Also haben sie alle Näschen dafür. Erst rede ich über Caro, schwupps ist sie da. Dann reden wir über Nadine, schwupps ist sie da. Gronkh ist ein ganz toller. Also ich finde wirklich, also Gronkhs Stream, Gronkh, Versuch es wert, oder? Das F in Cesaria steht für... Wenn das funktioniert, ja, Hand of Blood, also der ist, wäre echt toll, wenn der mal reinschaut. Für heute. Voll, wie lange ich überlegt hab. Hallo Feli, schön, dass du auch da bist, was geht, hallo. Ich treff keinen einzigen. Der ist schon drei, was? Ich sehe die auch auf die Trinkflasche. Ich verliere doch hier keine 10 Dollar. Nur weil ich keinen Aim habe. Wo sind wir denn hier? Machen willst, oder? Also hier zwischenschießen kriegst du doch hin, oder? Ah! Oh, voll in die Fresse! Sorry. Ist das dein Ernst? Ich wollte sehr viel tiefer. Ich wollte gerade schon wieder sagen. Ja, wieder nur die Frauen. Ach nee, Chang. Ach nee. Sind wir wieder in so einer Phase angekommen? Lass mich doch noch mal ein Feld zu Ende machen. Danach gebe ich dir Aufmerksamkeit. Versprochen. Och, wie süß. Jetzt ganz ehrlich. Aber ich liebe diese Katze. Der ist doch so süß. Wie der auch immer wieder ankommt und knuddeln will. Also ich könnte sagen, was ihr wollt, aber ich finde die Katze so süß. Dort, mega. Und hallo Zenkuya, schön, dass du da bist. Was geht? Hallo, hallo. Richtig zur Chonk-Time eingeschaltet. Ist so. Von der Fedeline, der Chonk ist wirklich, wirklich wow. Will haben. Kannst du mich bitte... Ach. Okay, neue Klamotten kaufen. So, was kaufen wir uns? Was kommt bei Frauen gut an? Okay. Ich glaube, da hilft nichts mehr. Ich finde, ich sehe schon perfekt aus. Ich glaube, da ist gar nicht mehr viel Potenzial zum Verbessern. Eine Hochzeit war um 10:30 mal vorbei. Lag daran, dass der Bräutigam gedacht hat, es ist voll die gute Idee, auf seiner Hochzeit die Trauzeuge zu ficken. Ich habe ein Kabel gebraucht. Ich gehe hinten in den Raum, ich mache die Tür auf. Cases sind so rollbare Kisten, wo wir unsere Technik reinpacken. So, ich mache die Tür auf, da steht da der Bräutigam und nimmt erstmal schön die alte Hops. Ich denke, okay, Bruder, nicht meine Baustelle. Alles klar, ich müsste aber trotzdem einmal an das Kabel. Ist wirklich wichtig. Also, ihr könnt ja noch ein bisschen Rambazamba, aber ich muss echt ein Kabel haben, Bruder. Ist wichtig, ne? So habe ich das Kabel genommen. Problem war, die Tür war auf. In dem Moment kommt die Braut vorbei. Also, wenn die Story real ist und ich wäre da rein, um das Kabel zu holen, ich hätte so die Hölle heiß gemacht, dann hätte ich die Frau reingeholt und dann hätte die ihm die Hölle heiß gemacht. Ich hasse Menschen, die andere Menschen betrügen. Also ich sag euch eins, Leute, wenn ich mitbekomme, dass ihr euren Partner betrügt, ich verrate euch. Ich verrate euch direkt. Ich gebe euch vielleicht noch kurz die Chance, euch selber zu verraten. Aber ich verrate euch. Team Yoshi und Tweety, schön, dass ihr reinschaut. Was geht? Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. So viel zu Heirat reicht. Nein, das, was der Trickster und ich haben, ist einzigartig, weil ich habe ihn drucken lassen. Genau, Zenkuya, beweis, wo du mal einen abzubraut. Oh.
Das war eine beschissene Situation, oder? Hey Siri, stelle einen Timer auf kurz. Für welche Dauer? Kurz. Für welche Dauer? Kurz. Für welche Dauer? Kurz. Für welche Dauer? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht für wie lange. Ich brauche einen kurzen Timer. In dem Rezept steht kurz. Das heißt, ich frage dich, wie lange ist kurz, Siri? Es gibt keinen aktiven Timer. Stopp, ich habe gerade was gelesen. Computer sagt nein. So eine halbe Benjamin-Blümchen-Torte, fast komplett selbst gefuttert, wird eine wunderschöne Nacht. Warum hat er nicht die komplette gegessen? Frag ich mich auch. Wir Hallo, wollen, wir suchen eine Stelle, wo wir bumsen können. Ihre Ziele ja, gerade hinten. Entschuldigung, aber das hat mich jetzt gerade umgehauen, habt ihr es gehört? Mit diesem, sollen wir suchen eine Stelle, wo wir bumsen können. Wartet, ihr hört es nochmal an. Wir Hallo, wollen, wir suchen eine Stelle, wo wir bumsen können. Ihre Ziele ja, gerade hinten ist eine kleine Ecke, da könnt ihr erreichen. Unsere klar, Mentorinnen danke. Und Mentoren hören Ihnen zu, geben Orientierung und Sie gehen jetzt durch bumsen. Ihr ganzes Studium, damit Sie am Ende genau da... Was sind die häufigsten Fragen während deines Lebens? Kannst du Uwo sagen? Was ist das denn? Das ist so ein, das, ich weiß nicht, irgendwie ist das so ein richtiger Trend. Uhu-Fragen? Was ist denn das? Kannst du mal Uwo sagen? Ehrlich gesagt bin ich so gut da drin. Ich kann's machen. Oh ja, ich hab's nicht... Wieso bin ich denn so? Ich mach das jetzt nicht im Stream. Mein Uwo ist noch nicht gut genug, dass ich's kann. Das muss ich noch üben. Ich mein Ara Ara. Wesens 3. Alles klar, Marin. Ja. Höhere Gewalt. Kannst du da nichts für? Ich würde es versuchen, irgendwie. Nein! Nein, da habe ich Oni-chan gemacht, glaube ich. Ich glaube, Uwo habe ich im Stream noch nie gemacht. Uwo mache ich meistens, wenn ich wenn ich DBD spiele offstream. Aber Sonntag habe ich Oni-chan in der Streamer-Lobby immer. Und hallo Seidra, hallo Fine Law, schön, dass ihr da seid. Was geht? Hallo, hallo. Ich grüße euch. Dann wird's mal Zeit. Nein, mein Uwo ist noch nicht gut genug. Ich glaube, ich kann es noch nicht. Ich traue mich noch nicht ran. Ich will es perfekt können. Geben kann, wohin man will. Also ist Freiheitsberaubung und Mord auch in Ordnung, nur weil man relativ frei mit seinem Geld umgehen können sollte. Diese Taten verhindert ein Staat mitunter. Ich gebe auf. Ich bin raus. Der hat es hingeschmissen. Der hat sein Headset hingeschmissen. Entscheiden wir, ob das Uwo gut ist. Da musst du DBD mitspielen. Ich hoffe, ich habe niemanden seine Farbe weggenommen. Also, solange es nicht grau ist, ist mir das egal. Ich habe schon on-stream Uwo von dir gehört. Ich glaube nicht. Wenn dann kein richtiges. Wenn, habe ich nur so Uwo gesagt, aber nicht das richtige Uwo, ne? Mic drop, I'm out, ist so. Uwo gibt's auf der Gamescom. Weiß ich nicht. Auf der Gamescom würde ich mich wahrscheinlich trauen. Ich mache es ja auch bei DBD, während wir zocken oder so. Tatsächlich. Ihr seid alle Machoristen, Machoristen. Hallo Donat, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hallo. Ihr seid Mayonnaise. Hoch, das wollte ich dir sagen. Ende. Ich glaube, das hat sie auch gekillt. Bin mir nicht sicher. Oh. Hab meine Gratis-Bits noch nicht bekommen von Twitch. Achso, Masochisten, okay. Hallo Peter de Fox, was geht? Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Hi. Bei DBD mitmachen kriege ich vielleicht hin. Mal schauen, hoffentlich. Ey, Angelo. Ja, genau, denn es gibt manchmal gratis. Ich hab nicht mehr viel, warte, ich muss nachladen. Durch eine Etage tiefer hier. Au, durchgedrückt. Geh dorthin und blubber seinen Bauch. Alles klar. Okay, warte. Hallo. DBD mitspielen ist so, bitte was? Was?
Bitte, was sagt das Wort nochmal? Masochisten. Spreche ich das richtig aus? Oh mein Gott, spreche ich das falsch aus? Nee? Was? Nein? Ach so, na, ich meine im Video, ach so. Oh, ich dachte schon, ich spreche es auch falsch aus. No! Wir are live im Stereo! Ja, Entschuldigung. Hier. Hallo, ja, kann sie! Hä? Was macht die Polizei hier? Hä? Gerade zu machen, damit ich die vollen Punkte sozusagen bekomme jeweils. Oh mein Gott! Ben, man kann die nackt machen und dann kann man die Vulva aussuchen? Ja. Oh mein Gott! Ja. Er kann halt wirklich damit umgehen. Jetzt weiß ich, warum jeder dieses Spiel so gerne spielt. Jetzt hab ich's begriffen. Also jetzt hab ich begriffen, in dem Moment, warum jeder dieses Spiel spielt. Ja. Baldur's Gate 3, das ich am Freitag eigentlich eventuell anfangen wollte. Ja, jetzt hab ich's verstanden, warum alle das spielen. Okay, ne? Das muss man auch gut sagen. Andere, ich bräuchte erstmal so... Ich will Vulva A. Nee, geht gar nichts, okay. Das Second Amendment. Sorry, das tut mir leid, das ist mir so rausgerutscht. Okay. Bitte was? Sag mal, jetzt mal eine ganz kurze Frage. Ich weiß, wir wollten eigentlich schon Among Us spielen. Wir fangen gleich an, das ist gleich durch. Aber ich habe eine ganz kurze Frage nochmal hier an meinen Chat. Seht es nur ich so oder ist diese Folge von Twitch Clips Germany mehr als pervers? Mehr als pervers. Was würdest du tun, wenn du nicht streamen würdest? Wahrscheinlich programmieren. Also wie gesagt, ich habe Informatik halt studiert und wahrscheinlich dann ja irgendwelche Sachen programmieren. Okay. Ich wäre wieder, warte, wie heißt mein Job? Vergessen. Ich würde einfach sagen, ich wäre wieder nutzlos. Natürlich, also ja, pervers ist so. Ich finde, sie hat jetzt das Niveau vom durchschnittlichen Vivi-Stream erreicht. Ja, finde ich auch. Passt gut für meinen Stream, ne? Oh mein Gott, nein, ich bin irgendwo hingetappt, nein! Nö, ich war so gut. Enter. Wieso nur okay? Ist es nicht immer schön, mit Familie und so weiter Kinder zu machen? Sweet home. Was? ADHS-Tabletten, was tun die? Die bringen meine Gedanken wieder zum... Was ist denn hier los? Ja. Ach, jetzt, okay. Ich fand übrigens die Soundeinlage von Sweet Home Alabama mehr als geil. Die bringen meine Tabletten wieder dazu, normal zu sein. Nee, was habe ich jetzt gesagt? Die bringen meine Tabletten wieder dazu, normal zu sein. Meine Gedanken! Gemälde erzählen von vergangener Zeit in ehemals leuchtenden Farben. Die Brücken geöffnet, die Tore waren weit, die Burg, sie war stolz und erhaben. Er kann ja eigentlich nicht, er muss doch jetzt die Welt retten. Oh, wie süß sie ist. Sie ist so süß. Von ihr hätte ich gerne Porn. Weil das hätte ich vielleicht nicht laut sagen sollen, upsie. Bitte was? Hallo, wie? Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Hey, was tut sie denn? Hey, ich hab 10 Finger. Und das Jahr hat 12 Monate. Und wenn ich mit Dezember fertig bin, habe ich noch 2 Finger übrig.
Irgendwas stimmt entweder mit meinen Händen oder mit dem Janisch. Oh nein! Ein Glas. Dankeschön, guck mal, das von Maeve. Ein Trinken, hallo Chat. Dankeschön. Ein Schnäggi. Dankeschön. Noch ein Schnäggi. Dankeschön. Und für deinen Durchfall. Warum kann ich einfach über den Kreisverkehr drüber fahren? Warum hab ich niemand, der mir was zu trinken oder ein Schnecki bringt, was auch immer das ist? Ich will's haben. Mann. Ja, Geronimo! Oh Gott. Digga, keine gute Idee! Das Fahrzeug ist aus der Spur geraten. Nennen wir es so. Bezahlst du denjenigen auch? Natürlich nicht. Also, der ist von Kami. Der ist Melli. Zack. Ich wäre gar nicht sauer auf Phoebe, weil ich frage mich auch, wie die schmecken. Ja, warum dreht sich das? Was passiert mit meiner Cam? Ach, vielleicht hat sie im Stream die Dingens markiert und dann so, dass es so rübergeht. Also so markiert und ich glaube, bei OBS kannst du mit den Pfeiltasten das auch rüberschieben. Ich kann das, glaube ich, nicht, oder? Oh doch, guck, und dann passiert das hier. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so halt. Als Beispiel. Als Beispiel.